So sanft ist der Tod nur in Frankreich. Die Ehefrau kauerte auf dem Ehebett, zusammengesunken, wie vergessen an der Lehne. Ihre Bewegungen glichen Fische, die weinen. Ihr Blick versucht, einen Weg durch das Schlafzimmerfenster hindurch zum Meer zu finden, das gar nicht so weit entfernt war. Wellenrauschen wickelte Ohr und Geist sanfter ein als das Meer an jedem anderen Ort. Was damals Grund genug war, dieses so einsame Haus zu kaufen. Damals, vor 10, 15 Jahren oder so. Ihr Blick jedenfalls pendelte zwischen der Tapete, der Gardine und den Kerzen, mit denen sie, seit sie das Haus gekauft hatten, das eheliche Schlafzimmer zu erhellen liebten. Ihr Blick intensiv und aufgekratzt wie der einer hungerkranken Eule. Der Ehemann hatte sich aus dem Haus gestohlen, ohne ein Adieu oder eine andere banale Aufmerksamkeit. Seine Schritte stolperten ungeschickt tapsend, sich beinahe im Kreis drehend über Dielenbretter, Treppenstufen, als wäre er betrunken oder in Seenot oder betrunken in Seenot. Er durchquerte den vorderen Garten, in dem zwei Baumkronen in Finsternis schliefen, Espen vermutlich, während hinter dem Haus ein ewiges Wellenmetronom arbeitete und taubenhalsfarbene Gischtfinger auf der Ufertastatur ein Crescendo weinten. Aus den nachtnassen Sand liegen gelassene Dosen, ein vom Meerwasser zerfressenes Bikini-Oberteil kratzten, es sich anders überlegten, das magere Stück Stoff zurück in den Sand schoben. Da war weit über den Bäumen eine unlogische Abfolge von Sternen, da waren Nachtkrähen, Dohlen, die Wolken und Wellen touchierten und noch mehr Wolken und noch mehr Wellen. Und vor dem Gesicht des Ehemannes tauchte etwas aus der Nacht auf, das sich bei näherer Betrachtung jedoch als Zweige von einem der unlängst erlebten Bäume identifizieren ließ. Fleischlos und zerbrechlich wie der Körper seiner Ehefrau, die er oben im Schlafzimmer wusste. Zerbrechliches Holz, in das ausgelaugte, ungeduldige Augen geschnitzt worden waren. Sie weinten im ehelichen Kissen und verlangten eine Erklärung für ihre eigene Ruhelosigkeit, die eigene Schlaflosigkeit von den nun so unbekannt wirkenden Dingen, Gegenständen, die sich im Schlafzimmer stapelten und vor kurzer Zeit noch geschätzt wurden. Da waren die kleinen Nachttische, die sie in Marokko gekauft hatten, da waren die römischen Vasen, da war der Renaissance-Gobelin, irgendwo in Frankreich entdeckt und erstanden, da war der Biedermeier-Schminkspiegel, der unerklärlich, unerwartet erblindet war, ganz anders als ihre hungerkranken Eulenaugen. Die letzte Erinnerung des Ehemannes war dem späten Herbst entwachsen. Das ließ sich anhand der allerletzten Wachteltumulte der Saison, anhand verspäteter Storchhorden erklären, die sich in südliche Richtung distanzierten. Außerdem hatte seit mehr als einer Woche kein Tourist den Leuchtturm, den Dorfgasthof besucht, kein Kind oder Liebespaar sich in den Dünen versteckt. Dies alles aber war nicht der Grund, weswegen sich der Ehemann fühlte, als gäbe es nichts als gäbe es niemals etwas anderes als ihn und die Nacht in seinem Blut und Puls und die Eulen, die in den Bäumen schluchzten, Eulen mit ampelgelben Augen, die konkav in der Finsternis blinkten, während seine Schritte den Sand im vorderen Garten zerknirschten. Und diese gelben Morsezeichen einer immer stummen Fauna waren das Einzige, was in dieser Nacht leuchtete. Der Sand war dunkel, die Gräser und Bäume waren dunkel, die Schotterstraße war dunkel, ebenso das Küstendorf in der Ferne, schätzungsweise 4 Kilometer entfernt. Alles rings um ihn, alles in ihm war dunkel, sogar das Geräusch der Wellen. Dunkel, 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 dunkel. Doch damit nicht genug. Das Meer, dieses faule, dieses fette, dieses ferne Meer bildete natürlich keinerlei Ausnahme, seine Wellenfinger ebenfalls nicht, die zeitlos, nichtig, monoman ihre immer gleiche Melodie anstimmten, wieder und wieder und wieder und wieder und immer sofort. Würde ihn jemand fragen, könnte der Ehemann nichts nennen, was nicht nichtig sein konnte. Der Duft der Hortensienbüsche, die er hatte pflanzen lassen, weil seine Ehefrau Hortensien so liebte,
Nichtig der Gebetsmühlenwind, nichtig die einer Wespenteile ähnelnde Form einer Nachtwolke dicht über ihm. Am nichtigsten er selbst. Mitten in der Nacht, mitten auf der Straße, am Gartentor. Und weil er nicht an seine Ehefrau denken wollte, dachte er umso mehr an sie. Er dachte an sie, in dem Atelier stehend, das er für sie im ehemaligen Geräteschuppen eingerichtet hatte. Sie hält einen Pinsel in der Hand und starrt auf das Meer, bis der auf den Boden passende Pinsel sie an ihre Arbeit, an ihr Gebilde erinnert, genauer gesagt, sie sich aufgrund des zu Boden passenden Pinsels an ihre Arbeit zu erinnern versucht, dies aber bruchstückhaft nur schafft. Das erkennt man an der Art, wie sie ihr Werk begutachtete und Gedanken verloren. Was für eine Scheiße, raunt. Selbst ihre Gesten raunen. Was für eine Scheiße. Ihre Gesten, einst so zart und gleichzeitig so traurig wie die Farbe ihrer Augen. Seine Ehefrau, zu einem Metronom vertrocknet, das den eigenen Puls und Herzschlag erst wegwischt, dann einfach gehen lässt, inmitten der Laken vergessen, wie eine leere Dose, ein Stück Stoff, wie der Pinsel, den sie von sich selbst überrascht in der Hand entdeckt. Was für eine Scheiße. Der Ehemann spürte die Zartheit seiner Ehefrau, weil es sie nicht mehr gab. Es gab nur noch die Grausamkeiten, die auf der Tapete hafteten oder an der Gardine oder an den Kerzen, mit denen das Paar seine Zärtlichkeiten untermalt hatte. Aber daran dachte er jetzt nicht. Er dachte an ihre Eulenaugen, der Schnabel porös, die Krallen porös, ihr Ehering verließ den Finger, fiel herab auf den Fußboden, wo er dann zwischen Dielenbrettern verschwand. Dann gab es noch einen Raunen körperloser, gestaltloser Stimmen, den Wellen nicht sehr unähnlich, deren Echo im Flur und auf der Treppe zu plaudern schien. Nur eine Art Öllampe oder eine Art Licht, das gewichtslos in schläfriger Langsamkeit von Zimmer zu Zimmer glitt. Der Atlantik wurde zorniger und ungeduldiger, als die Öllampe oder das Licht verlöschte. Die Luft perlte in weichen Nebelregen. Und nun raffte sich der Ehemann auf, wandte sich von dem Haus ab, das ihnen 10, 15 Jahre lang Glück geschenkt hatte. Er hatte keine Augen mehr für die Figuren, die seine Frau geschnitzt hatte. Hilflose, ausgezehrte Gestalten waren das. Wie gerne hatte er sie früher betrachtet. Jetzt hatte er keine Augen mehr für sie, auch nicht für den Schimmer, der im Schlafzimmerfenster zuerst verglühte, dann verlosch. Es hatte ein Gedach. Eine geduckte Bauart, konnte also inmitten der Uferlandschaft kaum von der Natur unterschieden werden. Groß, verriegelt, kein Licht mehr hinter jedem Fenster. So sehr war es mit der Natur verwachsen, dass er, als er sich nach vielleicht 100 Schritten umdrehte, ernsthafte Mühe hatte, es zu entdecken. Und so machte er sich auf den Weg zum Dorf. Das Dorf lag in schätzungsweise 4 Kilometern Entfernung und der Ehemann war sich nicht sicher, ob er, mochte er auch noch so schnell gehen, wie er nur konnte, es bis dorthin schaffen würde. Ein Steinkauz verspottete ihn von einer Kiefer aus, ein Ruf mit zwei Tönen, der ihn ewig lang mit deplatzierter Armut verfolgte. Er bemerkte den Steinkauz, dachte, was für eine Scheiße, dachte im Dorf. Was für eine Scheiße, dachte echohaft, was für eine Scheiße, während die ersten Meeresfischer mit ihrem frühen Fang aus dem Atlantik zurückkehrten, den schützenden Hafen anstrebten, die erste Andeutung eines Sonnenaufgangs mitbrachten, dessen Aufgabe es nun sein würde, in allen Schaufenstern, allen Dachziegeln, allen Fensterläden und auch in allen Glasfenstern der Kirche behutsam, unablässig, für alle Zeiten diese nachtfarbenen, pompösen Augen einer hungerkranken Eule aufzulösen, bis von ihnen nichts mehr, nicht einmal die Erinnerung geblieben sein wird.